Moin Jungs, was geht? Wir sind jetzt bei der 12. Mission von der Criminal Mastermind Challenge. Das letzte Video kam ja nicht so gut an und die einzige Variable dabei war der Dave und die habe ich jetzt heute einfach mal weglassen. Lasst am besten Feedback da, Daumen oben, Daumen unten, damit ich weiß, ob es jetzt am Dave lag oder an mir oder allgemein, ja, damit ich halt Bescheid weiß. Während wir jetzt runterfahren, um die Valkyrie zu klauen, möchte ich euch noch kurz von unserem Crew-Treffen erzählen, das wir jetzt am Wochenende hatten in Kassel. Es war so toll, also wirklich, mir hat so viel Spaß gemacht. Es ist schade, dass es nur ein Tag war. Wegen mir hätte man eine Woche draus machen können. Es war echt so geil. Ich möchte auf jeden Fall mal ein Video von unserem Crew-Treffen zeigen, damit ihr ungefähr wisst, ja, wie es da so abging. So, jetzt habt ihr einen kleinen Eindruck von unserem Treffen bekommen. Also wie ihr gesehen habt, wir hatten richtig Spaß. Also es hat Spaß gemacht. Wir hatten eine richtig fetten Party. Jawohl, so muss es sein. Wir wollen es auf jeden Fall in Zukunft öfters machen. Ich hoffe, das klappt auch. Ja, jetzt hier weiter in der Mission. Ich habe das Video auch dazu benutzt, um die langweilige Fahrt zu überspringen. Ich hoffe, ihr seid nicht zu böse. Hier mit dem Kuruma sieht man ganz deutlich. Also man kann wirklich komplett reinfahren bis zur Valkyrie. Wir haben jetzt auch gar nichts riskiert, um auszusteigen, um die Gegner zu töten. Es war eigentlich uns alles scheißegal. Hauptsache, wir kommen zur Valkyrie. Wie ihr auch sehen könnt, wir fahren mit dem Kuruma wirklich hinter den Container, dass wir wirklich beim Aussteigen alles sicher sind, dass da nicht irgendwo einer steht, wo noch abgeschossen werden kann. Und wir sind auch wirklich zusammengeblieben, dass wir halt auch nicht sterben. Ich habe die Mission zwar noch nie anders gespielt, aber ich könnte mir vorstellen, dass wenn man vorne anfängt und reinläuft, ja, dass es dann ja schwierig werden könnte. Ich weiß es jetzt nicht, aber wir müssen ja nichts unbedingt riskieren. Oben links kommt ja schon der Heli. In der vorigen Mission, wo wir das mal getestet haben, hat der sofort mit der Rakete auf uns geschossen und wir waren sofort tot. Also wir hatten jetzt gerade eben bei dieser Mission noch Glück, dass er es nicht gemacht hat, dass er nur das Maschinengewehr benutzt hat. Aha. Ja, darauf ist auf jeden Fall zu achten. Deshalb haben wir uns auch hinter den Container gestellt. Aha. Aha, aha, aha. Ich schwenke jetzt mal zu einem anderen Thema und zwar, weil ich euch nicht schon wieder ein Fail-Video zeigen wollte. Okay, es war jetzt kein richtiger Fail, wir sind ja nicht gestorben, sondern nur die Valkyrie wurde jetzt zerstört. Das würdet ihr sehen, wenn ich es nicht geschnitten hätte und es euch zeigen würde. So, blende ich mal ein kurzes Video ein, was so in den nächsten 5 bis 10 Minuten passiert ist. Die Valkyrie wurde nicht zerstört und ich habe noch gebrannt. Ja, schaut es euch am besten selber an. Ich komme auch gleich nochmal drauf zurück. Was genau passiert ist, erkläre ich euch jetzt. Und zwar, früher hat die Valkyrie 4 Raketen ausgehalten, hundertprozentig. Wie viel sie jetzt aushält nach den Patches, weiß ich nicht. Ich glaube, nur noch 3. Also, ja, ich kann es jetzt nicht sicher sagen, nagelt mich bitte nicht fest. Aber damals hat die Valkyrie sicher, also zu 100% 4 Raketen ausgehalten. Und wir haben uns gesagt, hey, sobald wir 3 Raketen abbekommen, springen wir aus der Valkyrie raus, weil die vierte Rakete, die tötet uns alle. Und dann haben wir gesagt, alles klar. Sobald wir 3 Raketen haben, springen wir aus der Valkyrie, öffnen Fallschirm, landen, bis dahin stürzt die Valkyrie ab, die Valkyrie wird zerstört und wir können die Mission neu starten, ohne zu sterben und die Mastermind Challenge wird nicht zurückgesetzt. Und das haben wir halt auch gemacht, die Valkyrie hat gebrannt, wir haben 3 Raketen abbekommen, springen raus, die Valkyrie brennt und fliegt schon fast in die Luft und ich habe noch so einen Teil von der Valkyrie, ich glaube so einen Antrieb oder irgendwas auf meinen Fallschirm bekommen. Mein Fallschirm hat angefangen zu brennen und ich so, fuck man, bitte lass mich jetzt nicht abstürzen, weil sonst war es das wieder, dann wäre es ein Fail-Video gewesen. Und bitte lass die Mission beenden, bevor ich sterbe. Hey, mein Fallschirm hat gebrannt, ich habe geschwitzt und gehofft und gebetet, dass es noch rechtzeitig beendet wird, aber es ging ja gerade in dem Fall gut.
um das jetzt zu umgehen, haben wir gesagt, hey, scheiß drauf auf die blöden Helikopter da, wir fliegen hoch aufs Dach, ziehen unser Scharfschützengewehr und ja, erledigen so die Helikopter. Ich habe dann immer geguckt, ob jetzt, oder welcher Helikopter jetzt kommt, ob es der linke ist oder der in der Mitte oder der rechts. Und dann haben wir halt alle drauf geschossen, bis die drei Helikopter weg sind. Und dann mussten wir aber in die Walküre einsteigen, damit die nächsten, ich glaube zwei Helikopter, ich kann es nicht mehr sicher sagen, damit halt die nächsten Helikopter nochmal spawnen. Weil die spawnen erst dann, wenn man wieder in der Walküre drin ist. Also die ersten drei haben wir so erledigt und die nächsten haben wir dann aus der Luft erledigt. Um das Ganze jetzt nicht so zäh zu gestalten, wie ihr das, ja, zuschaut, wie wir da im Fadenkreuz ewig auf die Helikopter warten, haben wir jetzt einfach ein bisschen vorgespult, damit das Video ein bisschen kürzer wird und ja, für euch nicht langweilig wird. Inzwischen ist es auch schon hell geworden, da kam dann ein bisschen Kuschelstimmung bei uns auf. Ja, darauf gehe ich jetzt nicht ein, was in der Mastermind passiert, es bleibt in der Mastermind. Ja, auf jeden Fall, wir steigen jetzt wieder zurück. Sag mal, also heute mit dem Reden, das klappt noch nicht so richtig. Wir steigen auf jeden Fall jetzt wieder in die Walküre an. Verdammt, ein. Ich muss einen Deutschkurs belegen oder irgendwie sowas. Ja, wir fliegen auf jeden Fall zum letzten Helikopter. Und wir hoffen natürlich, dass er uns nicht diesmal vom Himmel schießt, aber so viel kann ich euch schon verraten, er wird es nicht schaffen. Ja, die Mission geht langsam ein Ende zu. Das nächste Video ist dann fast schon Halbzeit, oder ja, das nächste Video, wenn wir es geschafft haben, ist Halbzeit. 13 von 26. Und ja, die letzten Minuten werde ich jetzt noch ein bisschen Musik unterlegen. Ihr könnt es euch anschauen, ihr könnt auch währenddessen, ihr es anschaut, noch eine Bewertung da lassen. Schreibt was in die Kommentare, ich freue mich, ich werde auch alles beantworten, so gut es geht. Ja, so viele Kommentare bekomme ich ja nicht, dass ich es nicht könnte. Ja, dann war es das erstmal von diesem Video und dann sehen wir uns beim nächsten Video wieder und ich hoffe, es hat euch gefallen und ich hoffe, ich werde mehr oder bessere Bewertungen bekommen als das vorige Video ohne Dave. Und ja, dann bin ich mal weg und wir sehen uns. Ciao. Okay, we got it from here.